Na, wo hast du den wohl hingespielt? Ja, direkt noch Na, zwei also, hinterher. Na also, es geht doch. Wo liegt denn da der Ball? Wenigstens das sind mal zwei Punkte, okay. Gut gemacht. Ja. Solch präzise Schläge muss man erstmal nachmachen. Dann pass mal auf jetzt. Okay, erstmal zielen. Mit links. Wie geht denn da die Maus? Ach, drehen. Ach du Scheiße. Okay, der sieht jetzt wirklich extrem... Na, ich probier's einfach mal. Okay. Wie viel Kraft muss ich denn da benutzen? Ein sauberer Schwung mit dem Schläger, aber wo wird der Ball liegen bleiben? Ja, perfekt. Das war doch gar nicht so übel. Okay. Okay, okay, drehen. Ach, verfluchte Maus. Okay, na, das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu weit nach rechts. Okay, es sollte gehen. Schwung holen. Sag mal, hast du auch richtig gezielt? Oh, und wie, Mann. Und wie. Gute Punkte, aber da geht noch mehr. Okay. Das sieht doch gut aus. Ah, verdammt, zu hart. Bitte zwei. Feini Danke. Fein, aber schaffst du auch die Mitte? Ein bisschen steigern musst du dich noch. Feini fein. Feini fein. Hier kommt ich die nächste Runde. Feini fein. Okay, Stefan, zeig mal, was du kannst. Und wo rollt der Ball diesmal hin? Nicht in die 10, aber in Sehr die 4. Sehr schön. Das gibt ein paar wertvolle Pünktchen. Oh Mann, was? 4 schon wieder. Immerhin, verdammt. Beim nächsten Mal schaffst du aber die 10. Versprochen? Bitte nicht. Und nochmal 4. So, ja, war schon ganz gut. Jetzt komm, hau die 10 raus. Okay. Schöner Abschlag. Ah. Hm, halt an. Ah, verdammt. Gut, und nächstes Mal ein bisschen mehr in die Mitte, ja? Ich versuch's. Mach du das doch. So. Elegant abgeschlagen. Ja. Komm. Halt an. Ah, verdammt. Haben wir das Spiel vielleicht etwas zu leicht gemacht? Puh, verflucht. Okay. So weit, so gut. Ah, verdammt. Hier zu weit. Aber 4 Punkte. Na also, es geht doch. Momentan sieht es ganz gut aus für Stefan. Na komm, ich habe auch noch eine Runde. Also mach dich locker. Wie viele Punkte bringt dieser Ball? Oh, es sind 4. Gut gemacht. Solch präzise Schläge muss man erstmal nachmachen. Na, ich bin ja gleich auch nochmal dran. Also daher. Immer Und ruhig. Los geht's. Das war doch gar nicht so übel. Eins, zwei, Gute vier. Gute Punkte, vier. Aber da geht noch mehr. Okay, 12. Das muss zu schlagen sein. Das muss ich schlagen können. Vielleicht noch ein bisschen mehr nach hier. Ja, das sollte gehen. Der Ball rollt die Zielscheibe entgegen. Wo geht der denn hin? Okay. Feini fein, aber schaffst du auch die Mitte? Jetzt brauche ich nur noch 10. Okay. Scheiße, ich verliere das. Nein, ich muss jetzt die 10 kriegen. Noch ein paar von diesen Schlägen und statt der Kohle gibt's Hartz IV. Wo geht der hin? Mal gucken. Sieht jetzt ein bisschen aus, als würde er nach links gehen. Der sieht so aus, als würde er ein bisschen zu weit nach rechts gehen. Müsste der perfekt sein. Na, wo hast du den wohl hingespielt?
Wo geht der hinten? Nein, das war nix. Da heißt es weiterkämpfen und nur nicht aufhören. Stefan Raab triumphiert beim Golf. Ach, verflucht. Stefan, du Arsch. Hör auf zu grinsen. Was sagt der Zwischenstand? Das 5, wird ein langer Abend. Okay, weiter. Das nächste Spiel lautet... Stimmt's. Oh Gott, stimmt's. Was war das noch aus der echten Sendung? Dir werden eine Reihe Behauptungen serviert. Entscheide, ob du ihnen glaubst oder nicht. Wer viermal hinters Licht geführt wird, schreit es aus. Wer am Ende übrig bleibt, hat gewonnen. Okay. Drücke die Tasten J. Wo ist J? Da ist J. Mit dem kleinen Knubbel. Wenn du denkst, dass die Behauptung stimmt. Oder K, die ohne Knubbel, wenn du glaubst, dass sie nicht stimmt. Damit niemand von dir abschauen kann, ja, das gilt, glaube ich, für die zwei Spieler, Moni. Okay. Ihr spielt gleichzeitig. Haben alle ihren Tipp verdeckt eingegeben, wird aufgelöst. Wer viermal daneben liegt, scheidet aus. Konrad Adenauer ist nicht im Jahr 1889 geboren. Konrad Adenauer, 89, das stimmt. Der ist nicht, der ist wesentlich früher geboren. Hahaha, Noob! Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Franz Schubert schrieb die Oper Nabucco. Woher soll ich das wissen? Wer ist Franz Schubert? Ich habe weder von der Oper namens Nabucco noch von Franz Schubert gehört. Stimmt nicht. Leute, wie viel Glück kann ich haben? Der kranker höchste Scheiß. Punkt einer Welle wird Kamm genannt. Der Kamm bei einer Welle, das war der Schaum, oder höre ich mich? Das müsste oben sein, ja, das stimmt. Ja. Sehr gut. Ein Mairetterling ist die Raupe eines Maikäfers. Sind irgendwelche Insektenfreaks unter meinen Abonnenten? Falls ja, dann tut's mir leid. Stimmt. So geht das. Fuck. Okay. Eine Tunika ist ein altes griechisches Buch. War eine Tunika nicht ein Gewand der Griechen? Oder war die Tunika... Ach, scheiße. Ich sag mal, das stimmt nicht. Ja! Ist ein römisches Kleidungsstück. Sagt ich's nicht? Ich bin so gut. In Leute, Athen beginnt der Fackellauf vor allen Olympischen Spielen. Das stimmt. Ja. Was? Oh fuck, okay. Unter einer Traufe versteht man das untere Ende eines Daches. Was? Unter einer Traufe. Traufe, das Wort kommt mir bekannt vor. Traufe. Das untere Ende, sag mal, das stimmt. Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Oh. Tom im Freudentaumel, das war sicher ein ganz wichtiger Sieg für ihn. Leute, ich rate mehr und krieg trotzdem die Punkte. Sehen. Nächstes Spiel bitte. Und unser nächstes Spiel heißt... Curling. Alles nur nicht Curling. Ich hasse Curling. Ich find's auch so anzusehen total langweilig. Bei Curling gilt es, einen Curlingstein näher an den Mittelpunkt eines Zielkreises zu spielen als alle anderen. Am Ende der Runde bekommt nur derjenige Punkte, dessen Stein dem Mittelpunkt am nächsten liegt. Es gibt nicht nur für den besten Stein einen Punkt, auch für jeden weiteren Stein des Rundensiegers, der näher am Mittelpunkt liegt als der beste Stein der Konkurrenz, gibt es hier einen Punkt, okay? Peile zunächst auf der Zielscheibe mit dem Cursor eine Position für deinen Curlingstein an und bestätige mit der linken Maustaste. Verwende die Pfeiltaste, um genauer zu zielen. Drücke den OK-Button, wenn du fertig bist. Vor dem Abwurf stellst du durch Hin- und Herschieben der Maus ein, ob der Stein gerade oder gebogen rutschen soll. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus ruckartig hin und her. Ach, nicht schon wieder sowas. Jeder bekommt abwechselnd zwei Curlingsteine. Hat jeder vier Steine gespielt, wird ausgewertet. Das Spiel geht über zwei Runden. Okay. Palme direkt mal die Mütze an, hä? An alle Curling-Profis, es tut mir leid, wenn ich irgendwas falsch mache.
Oh Gott, wie viel Kraft brauche ich denn da? So. Sieht langsam aus. Na, aber das geht, komm, halt an. Halt an. Jawohl. Perfekt. Okay, und den nächsten. Wie war das noch? Immer die Wege der anderen blockieren. Also machen wir das jetzt hier hin. Okay, genau gerade. Und nicht so stark wie der eben. Ah, fuck, der war fast genauso stark. Komfortable Ausgangslage okay. Für dich. Nicht schlecht. Stefan, dein Zug. Was macht der denn? Meiner ist trotzdem näher. Wie will er den denn? Ach ja, man kann auch gebogen. Der geht gegen meine. Oh, verdammt. Damit kommst du aber sicher auf keinen grünen Zweig. Aber er hat meine Wege blockiert. Das war intelligent. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ich sollte versuchen, irgendwie dahin zu kommen. Und jetzt nicht so hart. So. Das sollte gehen. Ah, der ist zu langsam. Komm schon. Roll. Ach, verdammt. Okay, dann kicke ich den jetzt einfach weg. Genug davon. Mit ordentlich Schmackes. Wahrscheinlich schiebe ich ihn jetzt genau in die Mitte. Ah, nein, er ist draußen. So gut wie unterhalten. Weiter so. Ihm schön ein paar Wege verbaut. Hey, die Musik ist freaking awesome. Was hat er vor? Was zum? Was soll das werden, Stefan? Was zum? Oh. Du Hund! Du Hund! Freaking awesome music. Du Hund! Du Hund! Stefan mal wieder vorne. Okay, zweite Runde.